Ja, Mahlzeit, Freundin, herzlich willkommen zu einem kurzen Uhrenvideo. Heute schauen wir uns mal die Mercure bei Jacques Etoile, die Caraceus, etwas genauer an, die hier auch ein bisschen in meiner Uhrenkollektion hervorspringt als etwas andere Uhr, wie sonst meine ganzen, sage ich mal, anderen Ausführungen in massiven Taucheruhren. Ist hier die Caraceus mehr so ein bisschen Richtung Dresswatch. Gut, sagen wir vom Ziffernblatt her erinnert sie eigentlich eher an die Fliegeruhr, die ja da immer schön große Zahlen benötigt haben. Was hier natürlich auffällt, ist hier der Stab des Hermes, der Hermesstab, der Caraceus. Hier oben in der Mitte sieht man ihn schön im In der Mythologie stand er früher als ein Zauberstab. Die Herolde haben ihn verwendet, sozusagen als beim Überbringen von Nachrichten genossen sie Immunität. Heutzutage steht er eher für Wirtschaft und Handel. Nicht zu verwechseln mit dem Äskulapstab, nur der Stab mit der Schlange. Zur Verwirrung hat es beigetragen, weil auch die US-Luftwaffe im Sanitätsdienst den Caraceus eingeführt hat anstatt den Aesculap-Stab. Weiß ich, ob das damals ein Fehler war oder weil sie halt einfach das Ding cooler fanden. Darum wird es oft verwechselt. Hier sind es aber halt zwei Schlangen, die sich mit Flügel um einen Stab bewinden. Und beim Aesculap ist es ja nur eine Schlange, die sich um einen Stab, der was eben dort für Medizin steht. Hier aber früher in der Mythologie bei den griechischen, römischen Göttern Hermes und heute aber für Wirtschaft und Handel stehen soll. Wer es genauer wissen will, einfach mal Caraceus bei Wikipedia eingeben. Da könnt ihr euch dann durchlesen. Kommt an einem coolen, schönen, vintage-braunen Lederband hier oben mit Abschlussnaht. Innen mit hellbraun, außen dunkelbraun. Es ist eine große Uhr. Sie hat 42 mm Durchmesser. Und hat einen 22 mm Bandanstoß hier. 22er Bänder könnt ihr hier reinmachen und die verjüngen sich hier. Also das hier, das Originalband. Aber könnt ihr natürlich schön wechseln. Auf der Unterseite sehen wir, ist eine Limited Edition von nur 25 Stück. Das ist das Modell 24 von 25. Es ist keine Taucheruhr, soll sie vielleicht auch nicht gerade mit ins Meer nehmen zum Schwimmen und so. Sie hat nur 5 ATM, zum Händewaschen reicht es, selbst beim Duschen mit starken Drücken oder so, oder Schwimmbad würde ich sie nicht nehmen, denn wenn er da mal vom Zehner springt, wirken da doch ganz schöne Kräfte auf eine Uhr und bei 5 ATM, sage ich mal, das ist einfach nur wasserdicht für den Alltag. Händewaschen und so, also nichts für Wassersport oder solche Geschichten. 930er Stil steht hier noch drauf, Swiss Made, denn wir haben hier ein ETA 2824-2 drin. Leider ohne Datumfunktion. Man hätte eigentlich hier wunderbar gegenüber vom Caraceus ein Datumfenster einbauen können anstatt der 6. Das wäre sehr schön gewesen, denn ein Datum wertet eine Uhr doch halt ungemein auf im alltags- und praktischen Nutzen. Wir haben hier schön Edelstahl-Dornschließe. Auch nochmal umnäht. Vom Ziffernblatt sehr gut ablesbar. Schöne große, gut ablesbare Zahlen und Indizes. Vielleicht ein minimal zu großes Logo hier mit dem Caraceus. Das hätte ja 2 mm kürzer und 1 mm schmäler sein können. Es ist doch sehr dominant auf dem Ziffernblatt. Dafür sonst nicht weiter beschriftet hier diese Mercure bei Jacques Etoile. Eine Caraceus. Ja, das war's schon. Viel mehr gibt es nicht darüber zu berichten. Gibt es, glaube ich, nicht mehr zum Kaufen. Ich denke, die 25 sind ausverkauft. Dürfte man bloß noch im Gebrauchtmarkt dann eben aus zweiter Hand finden. Okay, das war's heute mit einer etwas anderen Uhr aus meiner klitzekleinen Uhrensammlung. Ich sage dann schon mal danke fürs Reinsippen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, Freunde, und allzeit gute Zeit, macht's gut, bye bye, euer Jubilee.